macht natürlich erhöhte Transparenz. Die erhöhte Transparenz aus meiner Sicht ganz stark durch die Presse. Wenn man da anschaut, okay, ich habe das an Bericht über Lebensversicherungsbetrug oder Lebensversicherung legaler Betrug, das Wort hat ja auch der BGH gesagt, das darf im Rahmen der freien Meinungsäußerung die Lebensversicherung als legaler Betrug bezeichnet werden. Frontal hat dann eine Sendung auch darüber gemacht. Financial Times Deutschland im Dezember 2011 noch über Liquiditätsprobleme, Krise bringt ersten Versicherer in schwere See. Financial Times Deutschland, Munich Re, Zweifel am Modell Lebensversicherung, muss man vorstellen. Die Münchner großer Rückdecker-Vorstand sagt, wir zweifeln am Geschäftsmodell Lebensversicherung. Also jeder weiß, das Ganze geht nicht mehr lang. Oder FAZ vom 7. März, wie Lebensversicherer die Leistungen frisieren. Da steht ein Artikel drin, Untersuchung von, ich glaube, knapp 50 Lebensversicherungen. Nach durchschnittlich 14,5 bis teilweise 20 Jahren sind die eingezahlten Beiträge erst wieder erreicht. Auf gut Deutsch, wenn einer hier in Ingolstadt in die Fußgängerzone geht, in ein Bettengeschäft, kauft so ein billiges Kopfkissen, geblümt, was nicht mehr so modern ist, und legt da sein Geld rein. Für einen Zeitraum von 14,5 bis 20 Jahren schlägt er jede Lebensversicherung. Ganz einfach, hat höhere Werte im Kopfkissen als jede Lebensversicherung. Oder im Handelsblatt, wo dann die Betriebsrente auch als Rezept gegen die Armut, da gibt es ja jetzt sehr viele Artikel in die Richtung, wo da auch gesagt wird, naja, die alten Wege werden schon reichen, aber sie sind nicht finanzierbar, nicht administrierbar. Wir machen genau das und wir administrieren sehr schlank und sehr effektiv. Und es geht weiter, oder Ökotest, wenn sich ganze Reihe, die von allen Zeitschriften aufgegriffen wird, Finger weg vom BAV, wo im Prinzip die negativen Renditen ausgerechnet werden, auch bei Renten, selbst wenn einer 86 Jahre wird, noch negative Renditen, Fonds professionell und so weiter, solche Dinge. Was ist das wirtschaftliche Umfeld? Wir haben einfach die Bankenlandschaft, da brauche ich nicht da viel dazu sagen. Wir haben momentan immer restriktivere Kreditpolitik. EBA, Europäische Bankenaufsicht, warnt vor Kreditklemme. IWF, Internationale Währungsfonds, warnt im Frühjahrsgutachten vor Kreditklemme. Vor kurzem wieder in der Presse gestanden, auch Ratingagenturen sehen schwere Stürme oder unsichere See am Kreditmarkt. Die Versicherungsseite habe ich schon ein bisschen beleuchtet. Die schlechten Leistungen ist das eine. Aber was immer mehr Unternehmen sich Gedanken macht, ist die Anlage in Staatsanleihen statt Realwerte. Vor kurzem im Financial Times einen Artikel gelesen, da hat sie eine Versicherung feiern lassen auf eine Viertelseite, weil sie 8% in Immobilien und 8% im Aktienmarkt angelegt hat und damit so viel alternative Investments, wie es geheißen hat, wie sonst keiner und nur den Rest in Staatspapieren.